Ey, hör mir zu. Ja, genau du. Ich kenne dich nämlich und deswegen weiß ich auch um 100%, dass dir dieses Game gefallen wird. Aber vorher wird das Programm leider unterbrochen werden müssen für das Intro. Tag Leute, ich bin's wieder. Euer Schlaukopf. Viele Leute schreiben mir tagtäglich in die Kommentare, dass sie meine Videos lieben. Und ist alles doch schön und gut, aber warum habe ich dann nichts von euch zum Valentinstag bekommen, wenn er mich so liebt? Ey, ich bin auch nicht anspruchsvoll, ne? So wie die. Natürlich hat bei mir ein Mann, der 1,5 netto im Monat verdient, keine Chance. Weißt du eigentlich, wie viel 1500 Euro sind? Da muss Trimax ganze 2 Minuten für Stream. Na, mal gucken, was bei meinem heutigen Job rumkommt. Eine ganze Menge, nur kein Geld. In Massacre at Mirage sind wir Angestellte in einem Kino und müssen einige kuriose Gäste davon abhalten, ihre Wurstfinger nicht allzu tief in unseren Popcorn-Bottich zu stecken. Ich habe die goldenen Tickets für die besten Plätze für euch parat. Wir schauen uns jetzt mal die Demo an. Ich bin fast ausgerastet, als ich das Konzept gesehen habe und dachte, ey, das muss ich euch unbedingt zeigen. Ich wünsche uns ganz viel Spaß, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und würde sagen, wir fangen einfach mal an. Halloween, Leute. Draußen vor dem Mirage im Jahre 1988. Was lief da denn für ein besonderer Horrorfilm? I can't believe I'm stuck working on Halloween night. What a total drag. I mean, hättest damit rechnen müssen, ne? In einer solchen Branche. Komm, zieh durch. Hey Gott, was rauchst du da? Die Asche deiner Großmutter. Oh Gott. Jedenfalls. Ich weiß nicht, warum Phil es liebt, diese alten Schwarz- und Weiß-Mitternachtsshows jeden Oktober zu veranstalten. Hör auf damit, Alter. Das kommt gleich Greenpeace, macht dich für den Klimawandel verantwortlich. Jedenfalls arbeite ich zum Glück nicht alleine. Ben wird da sein und mir Gesellschaft leisten. Oh, und ich bin mir sicher, wenn Ben da ist, kann nichts passieren, nicht wahr, Nika? Redet das mal ruhig ein. Aber wir wissen das besser. Okay, ich gehe besser rein. Die Tür wird sich bald öffnen. Und der illustre Abend kann beginnen, auf den wir uns alle mittlerweile freuen. Da ist es, das Mirage. An diesem sehr, sehr ereignislosen Abend, der dichte Nebelschwaden über den Asphalt fließen lässt. Okay. Mit Q kann ich mein Objective sehen? Talk to Ben in the box. Talking to Ben in the box. Boop, 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 I'm Ben in the box. Du, du, du. Ist das Ben? Oh nein, Alter. Ben! Na? Nach deiner Karriere als Captain der Footballmannschaft hast du es echt nicht sehr weit gebracht. Das muss man ja mal sagen. Hey, Ben. Ich meine, hi. You work in the box office tonight, I see. Warum will sie ihn verführen? Warum spricht sie so, als würde sie das wollen? Und wer zur Hölle sucht sich diesen Pullover für seine Mitarbeiter aus? Steph! wenn du dem Designer sagst, okay, schreib das irgendwie cool. Mach das ein bisschen fancy. Ich weiß nicht was, mach einfach. Yeah. Who knows what kind of ghosts and ghouls are gonna wander in tonight. Oh, warum sind die alle sexuell unterwegs? Es ist Halloween, Alter. Können wir uns ein bisschen zügeln? Ja, ich weiß, oder wer weiß, was für Geister und Ghule hier heute Nacht rumwandern. Okay, Ben, können wir unser 12-jähriges Ich bitte zu Hause lassen? I know. Oh shit. I would rather be out partying. Ey, ich hab gerade gesprochen, unterbrech mich nicht. Bill loves these late night shows. Ich wäre auch heute am liebsten draußen Party machen. So aber Phil liebt ja diese Mitternachtsshows. Und er ist der Boss, also sind wir hier. I just wish we weren't so short-staffed. It can get kinda hectic. Ich wünschte, hier würden mehr Leute aushelfen. Es wird ganz schön hektisch. Speaking of which. Ja, dann wird's zumindest nicht langweilig, oder? The projector before we open for the night. Okay, ich muss den Projektor überprüfen, bevor wir anfangen. Er ist oben. Oh, und wartet. Verstehe. I'm gonna head inside then. Cool. Ich glaube, diese beiden Voice Actors sind auch Content Creator ihrerseits. Special Midnight Showcase of Classic Horror Movies. Nice. Die ganze Nacht, Alter. Läuft hier der Gruselkram. Oh, da sind wir. Wait. Ach doch. Da würdest du mich doch ver. Was? Entschuldigung? Ich werd gefettshamed von dieser Tür, ey.
So. Boah, haben wir ja schon mal reichlich geschmückt. Was bist du? Oh nein, da fließt es hin, das ganze Geld. Robert Downey Jr. Skinwalker-Version hat schon wieder einen neuen Film. Auron Goes Interstellar. Okay. Auron, Alter. Whispers of Caroline. Und Road to Lulu. The dead don't die. Ah, Lulu. So wie die beiden gerade miteinander gesprochen haben, ist das heute eher Road to Mumu, aber was weiß ich schon. So, die Kaugummi-Automaten sind reichlich gefüllt, Baba Yaga ist auch am Start. Die Oh, Terror of Oakheart, da habe ich einen Steam-Key für gekriegt. Suffer the Night sagt mir auch irgendwas. Sind das die Spiele der Entwickler? Das wäre voll krass. Also, Terror of Oakheart ist auf jeden Fall da eins davon. Ich wusste nicht, dass die Leute das ja auch gemacht haben, weil das so ein 2D-Pixel-Side-Scroller-Ding ist, glaube ich. Das war geil. Ey, Fun Fact zu Terror and Oakheart. Ich habe einen Brief bekommen, nämlich, an die Adresse von meinem Netzwerk. Und da drin war ein kleiner, abgetrennter Plastikfinger und eine Karte mit irgendwas Gruseligen hier. Stirbten nicht, bla bla bla. Und hinten drauf gemalt so ein Code. Und mit nichts weiter drauf. Und ich dachte, das sieht doch aus wie ein Steam-Key. Und naja, war auch einer. Ich hab's nur leider noch nicht gespielt, einfach weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Okay. Ich bin noch nicht bereit, an der Snackbar zu arbeiten. Verstehe. Ich schwinge meinen Hintern erstmal hoch ins Büro. Und dann nochmal eine kleine Emergency-Peeing-Action. Und dann bin ich ready dafür, dass es heute, wie erwartet, hektisch wird. Phil! Mein Bester. Oh, shit. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Moin, das ist Phil. Ja, der sieht aus wie jemand. Okay, wie jemand, der schwarz-weiße Filmabende veranstaltet. Filmabende. Hey Phil, Ben told me you needed to see me. Wenn der jetzt einfach sich wieder runter und weiter schreiben würde. Good evening, Nico. Yes. I know I have you running the snack bar today. Oh, but I need your help with the film projector the snack as well. Oh, okay. Gut, ich bin für die Snacks verantwortlich, ja, und ich schwöre. Auch wenn ich eventuell den Anschein erwecke, es wird kein einziges Popcorn in meinem Mund verschwinden. Ja gut, wir wissen, dass das eine Lüge ist. Alter, ich würde mich so vollfressen hinter der Bar, wenn ich da arbeiten würde. Okay, Projektor, sure. Was mache ich denn? Also was ist denn damit? I need you to grab the footage from Eric down in the basement and allow to test the film on the projector. Okay, wieso Shortstop? Also es ist nicht nur Ben und ich. Phil hängt hier oben ab und in einem Keller gammelt auch irgendein Eric. Okay. Everything should be good with it. I just want to double check and make sure. Der will halt nur, dass alles läuft. Verständlich. Sounds simple enough. I'll go see Eric. Alles klar, wir gehen runter. One more thing. Before you go and see Eric, can you please gather all of the trash from the trash bins and take it to the dumpster out back. Okay. Ich kann das nicht. Hilfe. Oh, das macht irgendwas mit mir. Sure thing, boss. Digga, man wird ja auch gescheucht, ey. Awesome. Brauchst echt kein Fitnessstudio mehr. Alles klar. Er ist beschäftigt mit Minesweeper. So, den Müll runterbringen. Vielleicht kann ich Phil daran mal erinnern, irgendwelche so ein bisschen effizientere Glühbirnen für diese Lampen hier zu besorgen. Ich weiß halt Mut und Atmosphäre, aber was ist Mut und Atmosphäre daran, wenn man sich bei jedem Gang die Treppe hoch irgendwie den kleinen Zeh bricht? So, wo ist denn hier Müll? Warte. Aha. 7 Trash Bins left? Boah, wo ist denn hier überall Abfall? Was? Okay, Moment. Können wir schon ins Cinema? Oh ja, wir können. Okay, da ist der Showroom. Hier ist noch ein bisschen Müll. Oder? Nee, hier stehen welche. Oh, hier, ja, tatsächlich. Okay, alles klar. Das ist aber eigentlich ganz gut, weil ich kann mich hier umschauen. Right? In den Toiletten.
Da gibt's bestimmt auch noch. Ist klar. Die Kaugummi, den fisch ich nicht da raus. Das könnt ihr vergessen. Und Mädels, glaubt mir. In Pissoirs ist immer dieser eine Kaugummi. Sag mal, wieso habt denn ihr eigentlich nur zwei Toilettenstalls? Was für eine Platzverschwendung. Wie ist bei den Jungs? Drei? Und Pissoirs? Was? Das ist ja... Alter, da müssten wir ja auch mal ein bisschen hier die Geschlechtergerechtigkeit durchsetzen. Was? Ich komm hier nicht zum Filme gucken, sondern zum Demonstrieren. Ich würde mich nicht wundern, Phil. Überprüfe dein Verhalten. Das ist eine Politik, die kannst du jetzt nicht mehr fahren. I need to grab all the trash. Okay, und dann muss ich dahin. Zu Eric in den Keller. Was auch immer der da macht. Wahrscheinlich ist er da zum Lachen hingegangen oder so. Oh, hallo. Hier noch Müll. Ach, hier ist der Kinosaal. Oh. Oh, das ist aber winzig. Verstehe. Jo, gemütliches kleines Kino. Haben wir nur einen Saal? Ich weiß nicht, wie das mit Kinos irgendwie in den... Wann es jetzt in den 80ern oder so war. Warte mal, haben wir jetzt alle? Ich habe gar nicht geguckt. Oh, wow. Warte mal, ich kann auch noch mal mit Ben quatschen, oder? Okay. Der hat sein eigenes Problem gerade. Sich in den Dimensionen zurechtzufinden. Ist fein, ist fein. Okay, die Frage ist, wo muss ich damit jetzt hin? Hier rüber irgendwie? Ist vielleicht irgendein großer Container? I don't know. Boah, das ist wie in dieser SpongeBob-Folge, wo Nachtschicht ist. Ein bisschen fühle ich mich so. Hm. Und dann werden die Lichter flackern. Grüner Schleimtropf von den Wänden. Wir kennen's. Nee, ich habe keinen Plan, wo ich das entsorge. Okay. Die städtischen Mülleimer, die mache ich nicht. Er kann mich zu vielem verdonnern, aber nicht dazu. Oh, warte mal. Wie weit können wir denn hier gehen? Pharmacy? Brauchen wir das irgendwann noch? Bricht sich wirklich irgendwann wer den Zeh? Ich hab's dir gesagt, Phil. Oh. Hier hinten raus können wir. Ah, hier ist es. Alright. Oh mein Gott! Excuse me, young lady. Hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld? Shit, man, don't you know not to sneak up on people like that? Ja, weißt du, dass man sich nicht einfach so an Leute so ranschleicht? Please, young lady. Bitte, junge Dame. Junk get his booze for Halloween. Hilf einem alten Trinker seinen Sprit zu bekommen für Halloween. You have been told not to hang around back here. Dir wurde gesagt, dass du hier nicht rumhängen darfst. Das ist Privatgelände. Bitte gehen Sie. Bah! Forget you, you ugly little bitch! Damn it. I better tell Eric to double check the lock on the gate. I don't know how he keeps getting back here. Okay. Sie weiß nicht, wie der es schafft, jedes Mal wieder hierher zu kommen. Eigentlich müsste dieses Tor abgeschlossen sein. Der hat schon einen Platzverweis bekommen. Ich mach das mal zumindest erstmal wieder zu. Und ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Eric in den Keller. Oh, hier werden die ganzen Filmrollen gelagert. Nice. Lol. Ach, das ist der Wachmann. Sag mal, pennst du hier? Hallo? Hey, Nika. Happy Halloween. Hey, Eric, how are things? You're looking pretty good right now. Yeah, nothing can harm my balls off, that's for sure. Let's just say I got my hands on some high-quality brownies. You can have one if you like. Ich weiß nicht genau, was mit Brownies meint. Vielleicht einfach nur Brownies oder... keine Ahnung. Vielleicht redet er auch von diversen Stimmungsverstärkern. Ich würd's hier im Keller, also ich kann's nachvollziehen. Maybe after work. I don't think I can handle working the snack bar. Okay. No worries. Just let me know. Anyway,
Also, sie nimmt nichts von ihm, weil sie ja noch an der Snackbar arbeiten will. Muss. Okay. Lass es mich einfach wissen. Was bringt dich hier runter? Phil sent me to grab the footage for tonight, so I can test. Okay, Phil sagte, ich soll die Aufnahmen für heute holen, so dass ich den Projektor testen kann, bevor wir die Tür öffnen. Phil macht sich darüber immer Sorgen, dass das nicht klappt. Ja, es liegt hier auf dem Tisch. Sollte klappen. Thanks, Eric. Oh, by the way, I ran into that homeless man out back hanging around. Ja, draußen ist wieder dieser Obdachlose, der hier rumhängt. Bei unseren Mülleimern. Oder Containern. Mülleimer, also starke Untertreibung. Okay, ich gehe raus und stelle sicher, dass das verschlossen ist. Oh, wir sehen Eric nie wieder, oder? Eric! Mach dich auf deinen letzten Weg! Was für ein Teufelskerl, Alter. Der sieht, Dinge sind zu tun und er macht sich auf die Spur. So, na gut. Nosferatu Film Reel. Das könnt ihr jetzt hier nicht sehen, weil es unter meiner Cam. Hinter meinem Stuhl quasi. Ja, ich bin rausgegangen, für alle, die sich fragen. In der Tat. dann... Oh, ich habe hier offen gelassen. Ich bin ja auch lustig, Alter. Was ist hier los? Oh, ach, hier geht's zu. Okay, verstehe. Dann würde ich mal sagen, hier sind die Toiletten. Wie komme ich denn da hoch? Gibt's hier irgendwie eine Tür oder so? Nee, ne? Wie komme ich denn zum Projektor? Das müssen wir irgendwie noch rausfinden. Ich würde ja sagen, wir kommen da bei Phil irgendwie weiter, weil... Ich lass mal hier auf. Naja, weil es da der einzige Weg ist, wo offensichtlich eine Treppe hochging. So. Was für ein süßes kleines Kino. Okay. Aber ging's hier irgendwie weiter? Oh! Ach so! Das war nicht Phil! Ah, stimmt, das war neben der Snackbar. Da musste ich einen anderen Weg gehen. Also ist das hier schon der richtige Weg. Okay. Never mind. Nosferatu Film Reel was used. Oh. Loaded Film Canister. Ach, das muss da rein. Ich kenne mich nicht aus damit. Cool. Einmal hier stehen und zugucken, wie Leute einen Film gucken. Okay, was schauen wir uns da an? Test-Footage. Nosferatu. Symphony of Horror. Ja, also, der Projektor projiziert. Ist das hier aber urheberrechtsgeschützt, oder? Oh, das... Ich glaube, dieser Clown kommt bestimmt hier in Nosferatu vor, oder? Oh, das war Foreshadowing. Das war ein böses Omen. Die Lichter flackern. Boah, ich weiß gar nicht, ob die Entwickler das dürfen hier. Guckt ihn euch an. Aber vielleicht ist das Ding so alt, dass es kein Urheberrecht mehr hat. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es jetzt so offen. Wie Winnie Pooh. In der Blüte seines Lebens. End of test footage. Na dann? Lass uns mal die Gäste empfangen, bitte. Boah, ich hab Bock, wow. Ich liebe das. That test footage was actually kind of creepy. I mean, es ist ein Horrorfilm. Es ist Halloween. Was soll denn da passieren? Eine Romantik-Comedy oder was? Malls and up here. I should get down to the snack bar and prepare for the show. Die sind meistens scarier tatsächlich als actual Horrorfilme. So, gut. Soll ich dem Film noch Bescheid sagen, dass alles läuft, oder? Ach, keine Ahnung. Ich denke mal, wenn ich ihm nicht Bescheid sage, dann wird er wissen, dass alles okay ist. Ich finde mich hier echt nicht zurecht mit zwei Gängen. Tatsache, Digga. So, na dann, Ben kann ja dann schon mal bald die Gäste reinlassen. Nehmen wir mal links und rechts auf. Boah, wirkt ein bisschen einladender, oder? Dann bereite ich ihn mal vor. Oh, wie cool. Kann ich jetzt wirklich Dinge ausgeben, wie in diesen Chillers Art Games? Geil. Instructions.
Once they're inside, serve them their orders. Okay, ich muss tatsächlich die Bestellungen für die Gäste zubereiten. Und ich kann zwischen Nika und Ben switchen? Mit diesen kleinen Glöckchen. Ach was! LOL! Das ist ja großartig! Ich mach das mal aus, ich weiß nicht, ob das urheberrechtsgeschützt ist. Okay. Ah, gut, ich bin 2,50 Meter groß und hab irgendein komisches Objekt zwischen meinen Beinen dängeln. Und ihr so? Oh, hi! Die Jason-Maske? Oh, süß! Hello! Kann ich ein Ticket haben? Of course, Alter. So. Oh, ist das oldschool! Und er gibt sich richtig Mühe, schnell damit zu sein. So, wie viel kostet das? Enjoy the show. So, Moment. Gut, jetzt kommt er rein und wir nehmen die Bestellung auf. Wie cool! Hi. Ist eher so der Trapper von Dead by Daylight. Hi, ein paar Snacks. Brezel, Ginger Ales oder Cheesy Chips? Bist du Millionär oder was? Ginger Ale Soda. Na gut, mein Freund. Nur falls er irgendwas vorhat. Okay, das ist dann doch recht simpel. Das macht Deckel und alles drauf. Ah, hier. Alles automatisch drauf. So, Brezeln. Machen wir die da hier. I need an empty pretzel bag. Ja, praktisch wär's, wenn wir die daneben hätten, oder nicht? Pretzel bag. Was gibt's denn hier? Würstchen? Achso, Hotdogs und so. Oh, cool! Pretzel bag. Warte, Cheesy Chips. Was sind hier Cheesy Chips? Hier, bitteschön. Und Mirage Pretzel. Achso, ich hab ich schon. Ah, ich dachte, ich habe mich gefragt, warum er das nicht nimmt. Ist hier zum Warmhalten, ne? Sehr cool. Boah, da hat das Kino, also es muss insgesamt, also ich schätze mal so circa 129,50 Euro ungefähr. So. Ups. Ja, auf Fell, falls dich fragt, ist also das Chef brummt, also. Hier ist mächtig Highlife. Nee, also die stehen Schlange. Kannst du nicht ausmalen, was hier los ist. Die alle verkleidet sind. Ist natürlich cool für so einen Entwickler, weil der muss dann nicht die Gesichter modeln. Der kann dann irgendwie einfach so random Masken nehmen. Das passt ja zum Theme. So, bitteschön. Es scheint ein warmer Sommertag zu sein. Ich glaube, die haben alle so Shorts an. Also Sommertag, ich weiß, es ist Halloween, es ist Oktober, es ist ein warmes Halloween. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Strawberry Ice Cream. Hier ist ein Cup. Dann nehmen wir hier Abwehr. Davon wird ja auch eine ganze Elefantenherde satt. Oh! Warum ist das geschrumpft? Das war doch eben noch größer! Ach, never mind. Pizza Slice. Ja, die haben wir hier. Ey, was für ein abgefahrenes Kino. Weißt du, so ein Saal, zwei Gänge. Zwei Toiletten für die Mädels, aber hier wie ein ganzes Restaurant ausgestattet. Meine Güte, du weißt gar nicht, wo du hier gelandet bist, Alter. I don't have any items. Wieso? Du war. Ach, lassen wir das. So, und ein Ginger Ale Soda. Wow. Die gehen heute gut. Oh, bitteschön. Mach dann 45,80. Enjoy the show. Got my money back. Ich kann da jetzt nicht raus, ne? Oh. Ich höre was. Der Ice Cream Truck! Oh, das ist der Clown! Oh, ich wusste es! Na, fahren wir heute Sonderschichten? Bing, bing, bing! Dass der das Ding überhaupt angekriegt hat. What the fuck? Wow. That was fucking weird. Es ist halt echt nicht gruselig, aber es ist super interessant. Ich liebe solche
Shop-related Horror-Games, so mit Real-Life-Szenarien und Kunden und so. Ich feiere das abnormal. Okay, ich kann nicht hier raus, oder ich kann nicht die Leute im Kino angucken. Oh, Mann! Ich will schauen, wie die da sitzen. Okay, kommt noch wirklich... Baba Yaga! Nee, deine Zwillingsschwester sitzt schon drin. Aber danke der Nachfrage. Dass du so ein Zeug hier überhaupt mitnehmen kannst ins Kino. Ich meine, gutes Halloween, ne? Vielleicht hat man gesagt, man kriegt Rabatt, wenn man im Kostüm kommt. Und wir sind da heute mal nicht so. Ey, das wäre tatsächlich coole Marketing-Action. Hi. Ich sehe dich. Okay, warte mal. So, Cheesy Chips einmal hier. Dann haben wir zuerst mal Popcorn. Oh, du machst alles richtig. Oh mein Gott, hier, ihr 5-Kilo-Eimer. Popcorn was used. Wo war ich das hin? Ist das über die Theke geschmissen? Orange Soda. Alright. Hier, für die Gourmet-Dame. Und Chocolate-Covered Peanuts. Das haben wir doch hier bestimmt abgepackt. Kann ich mich ducken? Real Nuts. Chocolate Covered. Ist es das? Ich höre irgendwen lachen. Oh, so M&M's. Ah. Stehe. Klar. Irgendwann werde ich hier schalten. Und dann wird irgendwer an der Scheibe kleben mit einem creepy Gesicht. Kann ich ein Ticket haben? Oder so. Also, würde es aufregender machen. Oh. Hi. Wer ist er? Kung Fu Panda, Alter? Moin. Ninja. Hallo, kann ich ein Ticket haben? Klar. Gott und die Welt setzt sich heute über das Vermummungsverbot hinweg. So. Grüßen Sie den Kaiser von Japan von mir. Hallo. Na, was darf ich Ihnen bringen? Ein Onigiri? Hallo. Ein paar Snacks. Ein Eis, eine Brezel und ich sehe es schon. So, die Brezel, die erkenne ich bereits. So. Hier einmal für Sie. Die wird kalt, während ich Ihre kalten Speisen zubereite. Die da wären... Vanille-Eiscreme. Oh, so bieder. Was haben wir sonst? Root-Beer-Soda? Klar, bitteschön. Wonach schmeckt ein Root-Beer-Soda? Also es ist doch bestimmt... Also es ist doch sicherlich ohne Alkohol. Aber was haben wir hier noch? Cheesy-Chips. Ja, bitteschön. Wohlbekomm's. Oh, hi! Sein Ice Truck ist explodiert. Er muss jetzt leider mit dem Bus nach Hause. Ich hab's dir gesagt. Dass du das Ding zum Laufen gebracht hast, ist ein wahres Wunder. Ich frag mich, wann der reinkommt. Boah, ich liebe diese Demo. Es macht so Spaß hier. Ich wollte als Kind immer so ein Getränke-Strohhalmhut, ey. Wo gibt's denn sowas? Ich will das. Damit bin ich der King in meiner Hut, Alter. Damals wie heute. No, bitteschön. Geil. Ey, aber das ist leer, ne? Du kaufst dir jetzt schon Snacks. Sonst interessiert's mich nicht. Boss. Alles nur Bier, ist okay. So, warte mal. Ein Plain Hotdog Tortilla Chips. Hier bitte. Die haben sie leider nicht frisch, ne? Das schon. Aber dafür halt Pizza. So ein Hotdog. Nice. Zack, ein Bun. Ein Würstchen. Achso, das grill ich. Und dann mache ich da noch... was auch immer drauf. Boah, ich habe ganz komische Vibes zu Security Breach. Nee. Wie heißt es? Help Wanted 2. Oh. I don't have any items. Habe ich das nicht? Hä? What? Was ist denn damit passiert?
Ich muss doch das Süßchen drauf machen. So, ich hab das. Hotdog with Condiments, ja. Excuse me? Okay. Aber wie gebe ich dem Mann denn seinen... Ach, plain! Ach, ohne was! Oh! Ich dachte, das wäre hier so... Ja, Entschuldigung. Oh, ich bin ja jetzt... Es ist einfach nur ein Brot mit Würstchen? Oh, bezahlt's aber auch voll den Preis, mein Junge. So, schmecken lassen. Getränke hat er ja schon. Wäre das mein Kino, ich sag's euch. Naja. Bringt Umsatz, ne? So, es sind noch 128 Plätze to go. Peter schleicht sich hier rein. Nein, 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 das traut er sich nicht. An Bens wachsamem Auge kommt er nicht vorbei. Freddy, altes Haus! Na, oh wow. Wer riss denn dein Gesicht heraus? Hallo, kann ich ein Ticket haben? Ja, weil sie so flauschig sind. Ja, bitteschön. Ich weiß, dauerte nur 5 Minuten. Enjoy. Es gibt aber... Honig ist aus, ne? Entschuldige. So, die Augenplane-Hotdog. Was ist hier? Das staubtrockene Vergnügen, Alter. Was ist denn mit denen? Ach so, 2 Hotdogs. Ein ohne Soße, einen mit. Okay. Okay. Nee, das ist fein. Ist fein. Die muss auf ihre Linie achten, deswegen. Also der Senf, den ich da jetzt drauf mache, der reißt es sonst raus. Achso, ist ja auch Gürkchen und so. Naja, gut. Sie weiß noch nicht, was ihr Geschmack ist. Cheesy Chips. Einmal hier und Dew Soda. Dew. Okay. Hier, bitteschön. Nein. Okay, pass auf, gleich passiert's. Das ist nur die Idee. What? Oh, ich hab doch gerade die Birne ausgetauscht. Okay. Ich muss den Lichtschalter checken. Ich sollte die Box nicht verlassen. Was passiert? Ich hab kein Licht mehr. Achso, warte mal, doch. Hä? Bin ich doof? Oh. Spart euch die Antwort. Das ist sowieso ja. Kein Jumpscare? Ach, come on! Oh! Shit, man. You scared the hell out of me. Nice one. Du bist hier für den illustren Abend zuständig. Na gut. Na dann. Wie hast du das Ding da überhaupt vorne durch den Schlitz gekriegt? Klär mich auf, Meister. That's a cool. Das ist ein ziemlich cooles Kostüm. Möchten Sie ein Ticket? Ja. Well, you don't say much. Nee, gesprächigste anyway, bist du nicht. $7 für ein Ticket. Na, Ice Truck hat wohl nicht so gut abgeworfen heute, ne? Lassen Sie den Hosenstall zu. Wehe. Aha. Very funny. But if you want to see the movie, you need cash, man. Junge, Ben erschüttert echt nichts, ne? Wenn du den Film sehen willst, brauchst du Cash. Erzürne den nicht. Sonst wird aus dir bald... verknoteter Ballonhund. What the fuck is that? Ja, was ist das? Zumindest kein plainer Hotdog. Da ist Soße drauf. Shit and kick rocks, weirdo, before I call the cops. Okay, verpiss dich, bevor ich die Cops rufe. Also, to be honest... Der Punkt ist doch schon lange überschritten. What a freak. Oder? Also... Damn it. There's gotta be some fucking booze or money around here somewhere. Ich spiel jetzt den Obdachlosen?
What? Ich wollte mir gerade angucken, was er mir da durchgepfeffert hat. Für einen Mutterkuchen. LOL. Okay, ich muss was zu trinken finden. Boah, du bist aber hier echt rüstig unterwegs. So, guck mal. Was ein Fitness-Junkie. Nicht nur Alk. Krass. Okay. Ah, hier ist der... Hier ist der Container vom Kino. Oh, soll ich da wieder reingehen? Ich habe auch echt hier nur diese gefühlt 20 Quadratmeter, auf denen ich mich bewege, ne? Oh, ich soll doch nicht. Aber es ist halt so verführerisch. Oh, Eric, du wirst deinen Job verlieren. Oh, no. Oh, soll ich mich reinschleichen? It's locked. Wo können wir denn sonst hin? Wer ist da? Steht da irgendwer? Oh, das ist der Ice Truck! What? Bier? Ich erkenne eine Falle, wenn ich sie sehe. Und ich akzeptiere sie liebend gern. It must be my lucky day. Heute ist mein Glückstag. Ah! Hey, wait now! Er wird gerne in Luftballons bezahlt. Ich hoffe, dieser Obdachlose, der kramt nicht wieder in unserem Dumpster rum. Ich sollte dafür sorgen, dass das Schloss da verschlossen bleibt. Krass, wie sich die Perspektiven hier ändern. Das macht zwar zeitlich alles nicht so richtig viel Sinn. Warum sollte Eric jetzt erst losgehen? Da ist doch Gefahr im Verzug. Oh, shit. Okay. Ist das Blut? Es führt zum Park. Oh, ich hoffe, der hat sich nicht wehgetan. Ich schau mal besser nach. Ich sollte schon mal irgendwem anrufen, ne? Aber das machen die nicht. Ah, das ist ziemlich viel Blut. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich sollte weiter nachschauen. Junge, der hat den hier quer über den Asphalt geschmiert. Über den ganzen Park. Oh! Trick or treat? Oh Gott, hat die gehäutet? Ist das widerlich? Was zur Hölle? Ich muss schnell rein. Oh, Eric. Oh oh. Boah, das werde ich nicht überleben, ne? Junge, aber was soll denn hier noch passieren? Das ist erst die Demo. Man hört's auf. Es hört nicht auf. Oh! Ich dachte jetzt schon, ich hab's geschafft. Der hat mir den Kopf abgeschnitten. Der Typ hat... Der hat echt Wups dahinter. Ja, das dachte ich mir, dass es das jetzt ist. Krass! Boah, ich hab da Bock drauf. Es ist so cool gemacht mit diesen verschiedenen, ja, einfach Perspektiven und so. Das ist ja voll nice. Ich lieb das. Ich find es doch cool, dass es im Kino ist, so. Also irgendwie. Das ist halt auch so ein, ich sag mal, eine Location, wo wir noch nicht allzu viele Spiele haben, die darin spielen. Was für mich halt eher auch so ein bisschen aufregend macht. Wisst ihr wie? Ey, ich hoffe für euch auch. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Wenn ich in die Vollversion reinschauen soll, dann mache ich das gern. Und ansonsten sehen wir uns dann spätestens da. Und im nächsten Video hoffentlich. Bis dahin, macht's gut.